So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Der ganz große Einbruch direkt zur Börsenöffnung ist ja ausgeblieben. Da stand der FDAX Future um 8.30 Uhr noch über der 9850er Marke oder über der 800 oder 9800er Marke. Nach Börseneröffnung ist dann eben diese Marke, die jetzt hier dreimal, 1, 2, 3, dreimal gehalten hat, durchbrochen worden und hat ein Tief ja knapp unter der 9700er Marke ausgebildet. Und hier haben sich dann die Bullen versucht, ja, ist jetzt kein astreiner Hammer, aber kann jetzt als kleine Umkehrkerze gedeutet werden. Sobald eben hier dann das Hoch rausgenommen wird, könnte man mit doch einem engeren Stopp vielleicht nochmal auf eine Gegenbewegung bis zur 9900er Marke hier spekulieren. Das wäre jetzt hier mal aus dem Stundenchart heraus ein mögliches Setup. Aber schauen wir erstmal auch die Kursliste an im DAX. Da hat es jetzt die Deutsche Bank und die Deutsche Lufthansa am härtesten getroffen. Und ja, dann ThyssenKrupp, eine Bayer AG und BMW und Daimler liegen auch recht weit hinten. Zu denen kommen wir nachher nochmal. Aber zunächst erstmal hier das große Schaubild im Tageschart und von meinem Haupt-Setup. Und wie man eben hier erkennt, ist eine Triple-Unterstützung eben bei 9650 Punkten rund. Diese darf intraday, ja, bis hier, bis zu diesem Gap, darf der DAX natürlich auch noch fallen. Aber wenn möglich, das wird dann vielleicht eben schwierig. In Amerika gibt es eben auch noch Downside-Potenzial. Ja, das müsste aber dann eben direkt, sage ich mal, bis 17 Uhr, 16.30 Uhr vielleicht dann abgearbeitet werden, damit hier eine schöne Reversal-Kerze entstehen könnte. Sonst muss man noch auf den nächsten Tag warten, damit sich das hier so wirklich so schön, wie ich mir das gedacht habe, sich ausbilden kann. Aber sollte eben hier diese Unterstützung wirklich brechen, auf Tagesbasis, also auch wirklich nachhaltig, klar, dieses Level von ja, oder unter 9.330 hat ja jeder fast auf dem Radar. Da sieht es dann wirklich erstmal düster aus. Sollte es wirklich brechen? Ich schaue nur jetzt nur gerade, ja. Der Trendkanal, ja, wäre dann hier etwa, ja, 8.800. Punkten rund in den nächsten Tagen und ist ja stark fallend hier. Aber gut, soweit sind wir nicht. Also hier ist wirklich immer noch, und das seit ja Tagen, Wochen will ich jetzt nicht sagen, das Level hier jetzt ausgemacht. Sonst schauen wir kurz eben den Nasdaq-Chart nochmal an. Den habe ich ja gestern schon auch gezeigt oder auch schon die Tage davor. Hier gibt es ein offenes Gap. Noch ein wichtiger Weekly-Widerstand, der eben direkt an der Oberkante des Gap liegt, bei 4130 Punkten. Und eben dann mit einem Abtauchen und ja, kurz bis 4050 darf es von mir aus auch fallen, auch das Tief rausnehmen. Aber dann sollte es hier eben diese ganze Abwärtsbewegung nachhaltig gekontert werden. Und wir eben dann mindestens von diesem Level aus ja fast 200 Punkte wieder nach oben bewegen. Also circa, also mein Wunschszenario, 100 Punkte nochmal runter und dann 200 Punkte nach oben. Das wäre jetzt hier das Wunschszenario im DAX, im Nasdaq. So, dann kommen wir jetzt eben zu den Automobilwerten kurz. Die wurden eng abgesichert gestern, oder man hätte
Zwar das Hoch jetzt hier nicht erwischt, aber hier wäre erstmal kein Verlust entstanden. Und es war ja auch von dem Muster her war eben auch ein Tief, eben auch hier bei der BMW-Aktie ja nicht ausgeschlossen, sondern auch so eingezeichnet, dass hier auf Schlusskursbasis dieses Level eben die 80 Euro halten soll. Deswegen, wenn jetzt auch hier der DAX nochmal fallen sollte und dann eben eine Umkehr vor 17:30 Uhr macht, dann ist hier auch das insgesamte Setup noch nicht kaputt, aber auch hier wäre dann auch der, hätte auch der Stopp dann gehalten. Aber alles, was jetzt hier, Entschuldigung, drunter fällt, wäre wirklich auch negativ. Das gleiche verhält sich eben mit der Daimler-Aktie. Die ist, hat sehr schwach eröffnet, die Unterkante des Trendkanals getroffen. Ja, wenn man hier 1, 2, 3 und jetzt hier exakt hier unten, ne, aber auf Schlusskursbasis, beziehungsweise jetzt wieder über der 66-Euro-Marke. Was ja hier jetzt leider, ja, oder beziehungsweise wäre noch oder geht noch. Im Rahmen fällt noch auch die Royal Dutch rein, aber jeder Tag, der noch einmal negativ ist, wäre jetzt hier auch, wenn man auch hier sieht, ja, hier geht nur die Daten zurück bis 2012. Ja, nach unten denke ich mal, hier gibt es wenig Unterstützung noch. Was jetzt mal in den Märkten dann relativ sauber läuft, das war ja hier mal im Chat auch gefragt, die Ströer Media. Hier ist eben mit dem Bruch dieser Trendlinie ein Short-Signal entstanden. Die nächste Kerze konnten ja, die Bären nicht ganz ausnutzen, aber eben dann anschließend lief es dann exakt auf der EMA 200, und was eben auch hier das Kursziel von 47 dann angegeben worden ist, das Tief lag knapp darunter. Also hier könnte man jetzt, aber wie gesagt, die Märkte sind ja natürlich angeschlagen und spielen im Moment nicht solche, nicht wirklich solche Pullback-Setups, aber da es jetzt hier ja spät passiert ist bei dieser Aktie, könnte man jetzt hier eben die Gegenrichtung natürlich spielen und den Stopp relativ eng an den Markt legen und dann eben auf eine Erholung spekulieren. Denn hier das, wenn man eine andere Technik, die Markttechnik anwendet, ja, ist ja hier das Tief nicht durchbrochen worden. Der Aufwärtstrend hier nach Markttechnik noch intakt. Ist also möglich, das so zu handeln. Danke jetzt fürs Zuhören und ich melde mich später.